Genki hatte recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt, mein Vermächtnis. Eine Blamage. Aber nichtsdestotrotz tödlich. Findet sie. Tötet sie. Craven. Wie viele Leute stehen noch auf seiner Liste? Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht davon. Damit willkommen zurück bei Spider-Man 2. Wir sind wieder mit Miles unterwegs. Kann man Anzug die Daten abrufen und mich direkt zur Lee führen? Okay, wir müssen die Drohne verfolgen. Die Dinge haben Bomben? Gott, die Steuerung manchmal. Erstmal ein bisschen konzentrieren gerade. Sag noch gleich ein paar Worte. Feuerwerk! Oh, Scheiße! Nur noch 10%! Ich verliere sie! Und meine einzige Spur zu Lee! Jetzt muss ich die Daten haben! Okay, Craven. Wo hältst du Lee versteckt? Was? Alle Ziele wurden in einer Datei kompiliert? Die Drohne hatte nichts über Lee. Aber die Leute brauchen trotzdem meine Hilfe. Sonst stopft Craven sie irgendwann aus. Wenn es noch mehr Vögel gibt, kann ich sie entschlüsseln und die Identität der Ziele feststellen, bevor es zu spät ist. Ich sollte die Daten auf die Spidey-Server laden. Pete wird sie sehen wollen. Harry? Hey, ist Pete auch da? Hey. Nein, hör zu. Ich hab dich in den Nachrichten dem Robotervogel hinterherjagen sehen. Brauchst du technische Unterstützung? Bei der App oder sowas? Ich hab eigentlich schon einen Freund, der das macht. Okay. Tut mir leid. Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit nicht anklopft, baue ich eine Tür. Trotzdem sie tot ist, frage ich sie um Rat. Ist das seltsam? Nein, mir geht's manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke und viel Glück da draußen. Ebenso, Mann. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. Eigene Flügel, besuche Dad. Okay, machen wir. Ich habe nochmal offscreen ein bisschen gespielt. Ich habe in der Stadt noch ein paar Sachen erledigt, so Einsammelkram oder auch die Matches von Mysterio zum Beispiel. Weil, wie gesagt, das ist alles nicht so wirklich storyrelevant, deswegen habe ich das erstmal so ein bisschen offscreen gemacht. Ja, und wie ihr seht, es ist das meiste eigentlich schon abgehakt. Aktuell ist die Main Quest im Fokus. Aber auch anhand der Karten, Daten, wie wir hier links sehen, habe ich da schon ein bisschen was eingesammelt. Ein paar Sachen fehlen noch, die sind da noch gesperrt. Die werden wahrscheinlich jetzt auch mit der Zeit erst freigeschaltet im Laufe des Spiels. Aber alles, was so Sammelkram angeht, können wir gerne mitnehmen, wenn es auf dem Weg liegt oder so, ne? Während der Folge. Aber jetzt hauptsächlich kümmern wir uns um Sidequests und um die Mainquests. Weil das andere ist halt mehr so, ja, damit du Aktivitäten im Spiel hast, damit der Preis des Spiels sich irgendwo auch rechtfertigt. Und damit der Spieler halt auch weiterhin unterhalten wird in diesem Produkt von Sony. Deswegen ist das natürlich mit drin, aber es spielt halt für die eigentliche Haupthandlung überhaupt keine Rolle. Deswegen ist es halt auch so, ja, okay, muss man nicht unbedingt. Deswegen machen wir jetzt erstmal mit der Mainquest weiter und gucken mal, was uns sonst noch so erwartet. Hey, Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden.
aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Wenn Pete so beschäftigt ist. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Hab dich lieb. Okay. Oh. Peters Onkel müsste doch auch hier irgendwo auf dem Friedhof sein. Ist es der? Alarm in der App. Ich sehe besser nach. Mein Großvater hat sich irgendwo im Prospective Park verirrt. Hilfe. Halte Taste. Gedrückt halten. Dann ist der Großvater im Prospect Park. Oh Mann, das sehe ich mir lieber mal an. Okay, dann ab zur Sidequest. Ist schon ein bisschen weiter weg. Ah, jetzt wird das auf der Karte angezeigt, ne? Was ich schon erledigt habe und was nicht. Hier, wir sind, wie gesagt, noch ein paar Sachen hinzugekommen, was diese Mysterio-Herausforderungen angeht. Wir sind stellenweise schon ein bisschen knackiger, als ich dachte. Aber es ist alles machbar. So, warum ihr euch fragt, beziehungsweise ob ihr euch fragt, warum man mich jetzt nicht sieht. Ich habe die Kamera heute mal aus, weil ich sehe einfach richtig hart zerstört und fertig aus. Deswegen besser für alle Beteiligten. Vor allem für euch. Ich kann zu diesem Bereich leider noch nicht schnell reisen, aber ich glaube, hier dürfte das klappen. Deswegen gehen wir einfach in diesen Stadtteil und schwingen uns dann einfach zurück. Und dann sind wir auch schon da. Easy. Das ist ein Verbrechen. Oh, jetzt habe ich auf einmal die Schnellreise freigeschaltet, oder was? Okay, nice. Ja, komm, das Verbrechen können wir noch gerade mitnehmen. Warum nicht? Guck mal, da ist eine Kiste. Die flüchten gerade mit dem Auto, oder was? Wo sind die hin? Blöd, ich glaube, die sind weg. Naja, macht nichts. Spider-Man ist zwar sehr schnell und agil, aber er kann auch nicht überall sein. Oh, sorry. Spider-Man, danke fürs Kommen. Ich suche nach meinem Großvater Earl. Er wollte hier jemanden treffen. Und jetzt ist er weg. Und kannst du mir helfen, ihn zu finden? Gibt es irgendwelche Hinweise? Nur dieses Bild. Er hat es den ganzen Morgen angestarrt. Hm. Kommt mir bekannt vor. Eine Art Ausstellung. Wurde wohl vor circa 60 Jahren aufgenommen. Etwa zur selben Jahreszeit. Ich finde ihn. Keine Sorge. Mach schnell. Er ist oft verwirrt und ich will nicht, dass er sich fürchtet oder verletzt oder... Prospector Park. Haben wir denn nicht mit Peter und Harry? Das ist doch hier vorne, oder? Auf dem Bild war ein Tier im Hintergrund. Ja, hier. Vielleicht eine Ausstellung? Kein Großvater. Aber vielleicht finde ich Hinweise. Diese Blumen am Seelöwenbecken. Ist da noch etwas? Ein Zettel. Ein wunderbarer Earl. Ja, das ist der. Mein wunderbarer Earl, heute ist es sonnig. Etwa 30 Grad. Der Himmel ist blau und klar und wunderschön. Ich bin heute durch den Botanischen Garten geschlendert. Bin denselben Weg gegangen, den du und ich gegangen sind, als wir jung und verliebt waren. Ich musste lachen, als ich daran dachte, wie nervös du warst. Deine Handflächen schwitzten so sehr, dass ich dachte, du würdest ohnmächtig werden. Du warst einfach zu süß. Ich bin sicher, dass du diese Geschichte inzwischen satt hast. Ich muss immer wieder an diesen Spaziergang denken. Ich würde alles geben, um zu dieser Zeit zurückzukehren.
Ohne dich scheint die Sonne heute nicht so hell. Aber wenn ich meine Augen schließe, gibt mir ihre Wärme das Gefühl, dass du direkt neben mir bist. Mach dir keine Sorgen. Denk einfach an die große Umarmung, die ich dir geben werde, sobald du nach Hause kommst. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Billy. Hey, ich habe deinen Großvater noch nicht gefunden, aber eine Notiz für ihn. Über einen botanischen Garten. Meine Großeltern sind am Wochenende immer durch den botanischen Garten spaziert. Dort muss er bestimmt sein. Okay, dann gucken wir uns mal um. Auf dem Inhalator steht Großvaters Name. Weit kann er nicht sein. Wenn ich herausfinde, was in dem Inhalator ist, kann ich bestimmt eine Spur zu Großvater aufnehmen. Okay, weil wieder eine Analyse oder was? Ja. Oh boy. Okay. Und nochmal. Nein, so geht's nicht. Ah, hier. Das stimmt nicht. Ich kann gerade nicht plaudern. Ich bin hungriger als dieser Lizard. Und wenn ich nicht bald was esse, dann wird's echt übel. Echt übel. Ich hab's. Hi. Dein Großvater ist nicht im Garten. Aber ich konnte mit seinem Inhalator eine Spur aufnehmen, die mich direkt zu ihm führen dürfte. Oh nein, wirklich? Bitte beeil dich. Sein Leben hängt von diesem Ding ab. Ich habe gerade so viel Stress. Und manchmal fühlt es sich an, als müsste ich mich um ihn kümmern. Aber ihn vielleicht zu verlieren? Ich will einfach nur bei ihm sein. Es stimmt nicht mit mir. Geh nicht so hart mit dir ins Gericht. All seinen Aufgaben nachzukommen ist schwer. Glaub mir, ich verstehe das. Du gibst dein Bestes. Warum klingt sie so creepy dabei? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. I don't judge. Ich meine, warum, wenn sie den Großvater liebt, warum nicht? Aber irgendwie so dieses, ich will doch nur bei ihm sein. Wir schwingen mal ein bisschen, sonst ist schon ein etwas längerer Weg. Nur nicht die Spur aus den Augen verlieren. So, hier endet die Spur. Ich hab ihn am See entdeckt. Ich bleib bei ihm, bis du hier bist. Ad hoc, der. Wirklich? Bin unterwegs. Bleib, wo du bist. Hallöchen, Sir. Spider-Man? Egal, was du denkst, ich war's nicht. Ihre Enkelin sucht nach Ihnen, Sir. Enkelin? Sag ihr, ich bin bald wieder zurück. Hier habe ich meiner Frau den Antrag gemacht. Genau hier, an dieser Stelle. Mann, Sie lassen den Rest von uns aber mies aussehen. Wie lief's? Erst mussten wir in den Zoo. Ich kenne niemanden, der Tiere mehr liebt als diese Frau. Ich war nervös. Ich wollte sie bei den Erdmännchen fragen. Sie sagte, sie seien wie ich. Aber ich war so nervös, Mann. Ich konnte gar nicht klar denken. Wir verließen den Zoo und liefen bis hierher. Sie? Wenn du sie gesehen hättest. Perfekt.
aber ungeschickt. Ist fast in den Teich gefallen. Mit dem Gesicht zuerst. Warst du je verliebt, Spider-Man? Ich, vielleicht. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres. Kann ich dir etwas sagen, Spider-Man? Ich werde immer schwächer. Es ist beängstigend. Ich dachte, ich wäre bereit, aber nichts macht einen bereit. Nichts. Aber wenn ich hier bin, ist es, als wäre sie auch da. Als würde ich alles nochmal erleben. Ich bin nervös, schwitze und alles. Dann sehe ich in ihre Augen und fühle mich wie zu Hause. Ich war an dem Tag so nervös, Spider-Man. Ich hätte fast gar nicht gefragt. Und es ist, als hätte ich geblinzelt. Und weg ist sie. Tut mir leid. Du meintest, meine Enkelin würde nach mir suchen? Lass uns zu ihr gehen. Natürlich bist du hierher gekommen. Sorry, dass ich dich verloren habe. Ich bin doch weggelaufen. Aber Spider-Man hat gut auf mich aufgepasst. Wir haben über deine Großmutter geredet. Ach ja? Sie liebte diesen Ort, nicht wahr? Ich glaube, wir waren jedes Wochenende mit ihr hier. Haben endlich. And it's done. Okay. So. Es sind zwar ein paar neue Aktivitäten aufgetaucht, wie jetzt diese Jägerdrohnen, aber darum kümmere ich mich dann halt, wie gesagt, offscreen. Was als nächstes passiert, weiß ich noch nicht, weil wir haben noch keinen Anhaltspunkt bezüglich der Mainquest. Deswegen hätte ich gesagt, vielleicht holen wir uns jetzt einfach mal einen Jägeransitz und räumen da mal ein bisschen auf. Weil da können wir seltene Technikteile und auch noch ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich sammeln. Hey Miles, hab gerade mit Pete gesprochen. Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Haus in Queens. Oh. Sei bereit, falls er Hilfe braucht. Ach ja? Hat Pete gesagt, dass du anrufen sollst? Also, nein, aber zwei Spider-Man sind wohl besser als einer, oder? Klar. Okay, danke, MJ. Wow. So viele Drohnen. Was verstecken die hier sonst noch? Oh, jetzt haben sie mich. Vermeidet die Netze. Dann geschafft. Jetzt kann ich in Ruhe alles durchsuchen. Okay, dann gucken wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Ich stöbere so gerne in Robotern. Er ist mein Lieblingshobby. Nette Basis habt ihr da. Hoffentlich macht Spider-Man sie nicht kaputt.
Sonst noch was hier? Wir werden die Drohnen aufgeladen und starten. Passiert, wenn ich sie überlade? Emsiger Vogel, bist du vom Ansitz hierher gezogen? Abgeschlossen. Ich sollte den anderen Ansitz prüfen, um die Basis zu finden. Ja, machen wir wann anders dann. So, jetzt haben wir auch die Schnellreise für Downtown Brooklyn freigeschaltet. Wenn jetzt auch neu in diesem Bereich Schnellreisen. Wenn ich halt, wie gesagt, durch die Stadt schwinge, ist es halt so, Schnellreise ist schon sehr praktikabel, vor allem um Zeit zu sparen. Deswegen gucken wir mal, haben wir in diesem Bereich die Schnellreise schon? Nee, haben wir nicht. Aber in diesem Bereich, dann warten wir uns hier hin. Machen wie gesagt noch mit der Mainquest weiter. Wie sieht's halt, haben wir ja noch. Woo! Da sind noch Technikteile. Nehmen wir mit. Das wird sicher nützlich sein. Ist Connors zu Hause und hat sein grünes alter Ego im Griff. Dr. Connors? Dr. Connors, sind Sie da? Wie lange läuft das Ding schon? Na, gucken wir uns den Wecker mal an. Familie. Seine Frau ist wohl mit dem Sohn ausgezogen nach dem ersten Lizard-Fiasko. Nicht, dass es Craven interessiert. Das Zimmer seines Sohns. Tierliebhaber. Looks like. Zwei Waschbecken. Aber nur eins benutzt. Hm. Das, was dreckig ist. Doc? Connors war also hier. Und kämpfte um sein Leben, wie es aussieht. Blutspuren sind ein eindeutiges Zeichen. Oh, oh shit. Was hat Craven mit dir gemacht, Doc? Diese Blutproben sind für einen Genomanalysator. Hat Connors hier ein Labor? Aha, das ist hervorgehoben. Wahrscheinlich ist es hier hinter das Labor. Hier ist er durch. Wie kannst du noch stehen? Hallo? Keine Zahlen auf der Tastatur. Was weiß ich denn? Also das war schon mal richtig. Die Tasten spielen verschiedene Töne. Vielleicht ist der Code ein Song. Ich sollte im Haus nach etwas Musik suchen. Ich will noch einfach Trial and Error machen.
Ah, hat doch geklappt. Connors liebt Geheimnisse. Das Labor hat wohl ihn und seine Familie geschützt, wenn er einen Anfall hatte. Terrarien für Connors erste Tests zur Gliedmaßenregeneration. Ich weiß nicht, wie er seinen Arm verloren hat. Ein Bewegungssensor löste vor etwa 30 Minuten die Sicherheitskameras aus. Was hat er mir injiziert? Er wollte sein Blut überprüfen. Na los, Dr. Connors, kämpfen Sie! Craven wird dafür büßen, dass er Connors und seine Familie so quält. Ruhig, Blut, Peter. Ich krieg mich dann irgendwie wieder hin. Connors ist ja noch irgendwo da draußen. Werden wir ihn noch finden. Nicht gehalten. Genau wie es Craven gefällt. Connors Blut. Die Bestie könnte überall sein. Ah, das ist aus dem ersten Gameplay-Material, was man gesehen hat. Was damals präsentiert wurde. Ihr habt ja keine Ahnung. Du bist eine fantastische Beute, die Craven würdig ist. Ich werde euch sagen, wie das hier ablaufen wird. Ihr lasst Connors in Ruhe. Das hat er nicht verdient. Aber wenn ihr oder Craven ihn weiterjagt, kriegt ihr es mit mir zu tun. Gott, wie viele denn noch? Sind ja kein Ende. Na doch, das war's jetzt. Satelliten scannen alle aktiven Feeds. Trianguliere Position. Ziel ist auf dem Harlem Fischmarkt. Alle Teams dorthin. Lizard ist auf der anderen Flussseite. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ist das von 1800? Ich mag die Zöpfe. Okay. Ja, okay. Ich sehe es. Ist noch da draußen. Die Stadt braucht mich. Spider-Man. Jetzt.
Sekunde. Pete? Was ist los? Der Markt? Ja, ja, ich komm hin. Tut mir leid. Ich schreib dir. Wunderschön. Das Wandbild, meine ich. Wird Zeit, dass Pete zurückruft. Hey, wie läuft's so mit Haley? Musste abhauen. Alright. Der Lizard ist los. Ich bräuchte deine Augen am wieder in der Haut von Lizard? Miles Morales. Außerdem hält Haley mich für verrückt, weil ich Lee finden will. Das tun anscheinend alle. Wir beschützen dich. Rachepaar. Ich bin nicht auf Rache aus. Dad hat immer an zweite Chancen geglaubt. Aber das ist hier nicht der Fall. Es ist meine Aufgabe, euch zu beschützen. Nicht umgekehrt. Alles klar. Okay. Ich starte schnell meine Ausrüstung. Okay, wir gehen jetzt schon mal zum Punkt, wo wir hin müssen, wegen der Mainquest, und dann werden wir auch die Folge dann beenden und starten in der nächsten Episode dann voll durch. So, da ist schon der Hafen. So, Harlem Seafood Market, da ist unser Ziel. Aber wie gesagt, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal für heute Schluss und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Spider-Man 2. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit Pete und Miles Morales hier auf dem Harlem Fischmarkt, wo wir Lizard hoffentlich finden werden. Und vielleicht haben wir eine Möglichkeit, Dr. Connors zu retten. Falls ihr noch mehr Spider-Man-Action sehen wollt, schaut gerne auf das i oben in der rechten Ecke nach oder unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr Spider-Man und Spider-Man Miles Morales. Alles klar, macht's gut, bis dann. Tschüss.